Grüß Gott, mein Name ist Alexander Scheuch. Ich bin bei Rustler für die Immobilienvermittlung zuständig. Wir befassen uns heute mit der Frage, wo in Wien sollte man in Immobilien investieren, sprich welche Lagen oder Bezirke eignen sich für den Erwerb einer Anlage- oder Vorsorgewohnung. Und hier geht unsere Empfehlung ganz klar in Richtung der Bezirke außerhalb des Gürtels, also Lagen wie etwa Ottakring oder Meidling, durchaus aber auch der 10. oder 15. Bezirk. Diese Lagen werden als Wohngegend bei der Bevölkerung immer beliebter, ganz anders noch als vor 5 oder 10 Jahren. Aber neben einer starken Bau- und Sanierungstätigkeit entwickelt sich auch der Einzelhandel, der Nahversorgungsbereich und die Gastronomie in diesen Gegenden hervorragend. Letztlich spricht aber auch die Rendite für diese Lagen. Kauft man etwa als Vergleich eine Wohnung oder eine Anlagewohnung in einem teuren Innenbezirk wie etwa der 4., 6. oder 8. Bezirk, kann der Kaufpreis durchaus das 1,5-fache bis Doppelte im Verhältnis ausmachen. Man bekommt aber nicht annähernd im selben Ausmaß eine höhere Miete in diesen teuren Innenbezirken. Dies ist in Wien deshalb der Fall, weil die Eigentumspreise wesentlich stärker variieren als die entsprechenden Mietpreise. Sprich, in den Bezirken außerhalb des Gürtels lässt sich für den Käufer eine höhere Rendite erzielen. Zusammenfassend lautet unsere Empfehlung daher, investieren Sie in aufstrebende Lagen außerhalb des Gürtels, denn Luxuslagen sind für das Wesen einer Anlagewohnung oder Investition nur bedingt geeignet.